Altar der alten Dorfkirche St. Nils in Westerland soll in neuem Glanz erstrahlen. Deshalb bearbeitet die Restauratorin Heike Binger aus Flensburg momentan das Holzwerk, von dem angenommen wird, dass es 1475 in Lübeck gefertigt wurde. Es stammt wahrscheinlich aus einer vergangenen Kirche des Dorfes Eidum, aus dem später Westerland entstand. Die Kirche St. Nils wurde nämlich erst 1908 erbaut. Der Name ist dem Schutzheiligen der Seefahrer gewidmet. Einmal pro Woche fährt nachts ein Güterzug von Nibül nach Westerland, der fast das komplette Mineral- und Heizöl sowie einen großen Teil der Baustoffe auf die Insel bringt. Der Betreiber dieses Güterzuges, die CFL Cargo Deutschland GmbH mit Sitz in Flensburg, überlegt, den Güterverkehr im kommenden Jahr aufzugeben. Das bereitet Sylter Unternehmern Sorge, denn dadurch würden aufgrund höherer Transportkosten die Kosten für die Güter ebenfalls steigen. Auch mehr LKWs müssten dann auf die Insel kommen. Deshalb wird jetzt um die Unterstützung der Unternehmer geworben, damit der Güterzug auch künftig auf die Insel fahren kann. Die Sylter Rentner Sönke Hansen und Peter Siegmar haben sich einiges vorgenommen. Anfang November nehmen sie mit einem betagten Feuerwehrbus an der Charity Rally Dresden-Dakar-Banjul teil. Über 7400 Kilometer fahren sie dann bis in die Hauptstadt des westafrikanischen Staates Gambia. Die insgesamt 120 Fahrer werden am 27. November in Banjul erwartet. Dort werden alle Fahrzeuge versteigert und der gesamte Erlös geht an eine wohltätige Organisation.